Was geht ab, Leute? Der Flut ist mal wieder am Start mit einem neuen Video. Und Leute, ihr seht es im Hintergrund, wenn ich nicht wie so ein Autist auf meinem Display rumkratzen würde. Ich wollte jetzt auf jeden Fall hier wieder so einfach mal wieder ein chilliges Video aufnehmen. Ich dachte mir so, komm, Alter, kurz mal Bildschirmaufnahme anschmeißen, ein bisschen spielen. Ich habe heute Morgen ein bisschen gezockt, ich sollte nicht ganz so lost sein. Zack, Alter, mein Daumen blutet einfach. Habe jetzt wirklich so gefühlt 5 Minuten einfach meinem Daumen rumgelutscht, bis der aufgehört hat zu bluten. Jetzt sind wir endlich in-game, können endlich aufnehmen. Ey, Leute, Mann, ihr seht's, Junge, das Match ist schon fast rum, ey, meine scheiß Sprachaufnahme bricht einfach ab, ich war so im Hype, Junge, ich hatte so mies Bock, zack, auf einmal, bam, boom, bam, kein Aim, Sprachaufnahme ist weg, Alter, fuck, Mann, ganz Video im Arsch, was spiele ich für eine Klasse, wir haben Plünderer dabei, Jungs, was ist denn los, ihr seht's, die AN, Alter, die ist wie so eine Oma, die ist übelst langsam, einfach der Rentner, ihr kennt's, aber ich feiere die Waffe irgendwie. Ich weiß, es ist gerade so voll die Meta und alle, die gut sind, schreiben jetzt in die Kommentare, ja, Flute, du musst die ohne mit Dings kurz im Lauf spielen und so. Aber Real Talk fühle ich einfach irgendwie nicht so. Das sind die absoluten Bots, Alter. Absolut lecker. Bin tot, nice. Ich weiß nicht, ich fühle die mit Dingsbums hier, dem langen Lauf, diesem Meisterschütze halt, Marksman, wie auch immer der Lachs eben heißt. Und auf der Monolith-Schalldämpfer würde ich eigentlich gar nicht auf der spielen, aber es ist bei dem Skin einfach so, dass der dabei ist. Und ey, ich finde es einfach so, so fucking sexy, Alter. Und zu dem Skin kann man auch halt Real Talk nichts anderes sagen, außer eben, dass der halt Feuer ist. Der Skin ist halt wortwörtlich Feuer. Recall ist natürlich gering, Range ist übelst krank, aber ist so eine Pre-Aimer-Klasse. Eigentlich richtig eklig. So eklig wie diese... Ach, Digga, dann nochmal mit Arcog. Er denkt sich so... Sandra, Alter, Sandra 27. Ich hab's doch reingekaut, ne? Die Mütter mit dem S8. Und ich seh's direkt schon, Leute. Nächste Runde. Einfach mal Crossfire, ne? Wie immer. Ansonsten, ohne Granuliert wird ja auf Long Range echt ein bisschen eklig. Deswegen, ich finde, ach, Digga, was ist denn das? Ich... Ach, Mann, es kann doch nicht mehr sein. Das ist doch nicht mehr normal. Ihr seht's immer mit der... Immer so richtig um die Ecken pre-aim. Wie so ein richtig asozial. Wie so ein Psycho einfach. Ich weiß gar nicht, was ich gerade hier am weirdesten finde. Die Map oder die Teams... Oder dass das Video keinen wirklichen Content hat. Das Game ist gerade irgendwie, natürlich ist es, ihr wisst, Leute, ich red mir den Mund vor. Och, Digga, sowas, wie ich sowas leiden kann. Nein, 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 rechts, rechts, links. Oben, unten, zusammengeschlagen werden von den Loops. Oh, Jungs, da sieht man's halt, ne, Marksman Barrel lohnt sich halt trotzdem, ihr kleinen Schwitze. Müsst nicht auf Close Range alles wegtryharden, als wäre das eine MP. Ah, ihr habt's auch gesehen, oder? Ihr habt's auch gesehen, ich bin nicht paranoid. Ihr kleinen Scheiße, Alter. Ihr hässlichen Unmenschen. Ihr Drecksmenschen, Alter. Du Dreckiger. Oh, oh, es wird eng. Ah! Digga, so eine Sau, Alter. So eine Sau. Und... Boom. Batz, Alter. Oh, Junge, Junge, habt ihr den 360 gesehen? Der war so schnell. Der war so schnell. Ey, Mann, ich freue mich so auf das Video, das zu bearbeiten. Ich hab's Real Talk vermisst, Jungs. Ohne Spaß. Oh, Hitmarker. Da nimmt man mal eine Woche oder so nicht auf. Weil ich habe auch jetzt die Woche viel gearbeitet und so, ihr wisst. Schule ist fertig, bin jetzt ein erwachsener Mensch, Kapi. Und, also, dann einfach mal wieder so eine Runde CD Mobile gönnen, ne? Einfach geil, Jungs. Einfach. Einfach geil. Oh, nice Leg. Oh, sorry, ich muss kurz ehrenlos sein. Tut mir leid, mein Bester. Ah, aber das musste ich einfach gewinnen, das 1v1. Konnte ich es nicht stehen lassen? Wo sind die Noobs? Kann man hier direkt hoch? Nee, gell? Boah, wie weird ist der denn? Wie weird ist der denn? Wie weird? So ein heftiger Skin. Und für die AN, wo ich sowieso keinen Skin habe und die ist auch echt gerade Meta. Also klar, ich fühle es eh schon. Zu Season 13 kommt absolut der Nerf. Jungs, irgendwann kommt der Tag, wo ich es endlich unterscheiden kann. Irgendwann kommt der Nerf bald, weil die ist gerade echt zu OP. Aber ganz ehrlich, Alter, ist mir einfach scheißegal. Ich werde die weiterspielen. Der Skin ist absolut Liebe, absolut Feuer. Die Map macht gerade voll Bock. Also Real Talk, ich habe gerade übelst Spaß. Wir gehen jetzt auch gerade extrem wieder aufs Ende der Ranked Season zu. Ich bin immer noch nicht Legendary. Und deswegen habe ich gerade auch eine richtig schmackige Lobby. Ihr seht, die Typen sind echt absolut kacke. Oha, richtig gutes Hipfire hat die Waffe. Mega Kapi. Bro, man hat einfach so Angst, irgendwie raus zu luschern. Man ist einfach alles nur voll mit Camper und, ja, Jungs, Alter. Die Range ist einfach köstlich, Mann. Einfach nur fucking lecker, Mann. Oh, Jungs, Alter, die Waffe. Oh, let's go.
Leute, ich mache hier auch mal so auf bisschen so Leak-YouTuber, so auf informativ. Ich brauche eh 1000 Jahre, bis ich mal so ein Video hochgeladen habe, aber ihr wisst es eh schon. Nächste Season MP7 und Peacekeeper. MP7 muss man, glaube ich, nicht viel sagen. Peacekeeper, auch eine alte Waffe aus Call of Duty. Ein bisschen so wie eine GKS, halt anders. Perfekte Beschreibung eigentlich. So ein Hybrid aus Assault Rifle und MP. Ganz chillig eigentlich, hat immer gut Bock gemacht, die Waffe, hab die in BO4 ganz gern gespielt. Map-technisch, wir kriegen das BO4 Nuketown mit Schnee und wir kriegen auf jeden Fall wieder Weihnachtsraid. Freue ich mich, weil ich weiß noch, Leute, die ganzen OGs wissen es auch, Alter, Februar 2020 war es dann, wo ich so mein YouTube-Comeback hatte, wo ich nach 5 Monaten wieder da war. Und Alter, direkt mein erstes Live-Commentary, einfach auf Raid, auf Weihnachtsraid mit Typ 25. Ja, einfach nur geil, ich freue mich extrem, da kriege ich Flashbacks und meine Waffe ist leer. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass sich auf meine Lunge so ein komischer Druck aufgebaut hat irgendwie. Als wäre ich so ein Taucher, irgendwie so ein 20 Meter Tiefe, da so Druckausgleich machen muss. Da haben wir den Final Kill aber mal abgestaubt, meine lieben Freunde. Lecker, lecker. Zack, bam, bam, bam. Geiles Aim. Und jetzt, letzter Schuss. Zusammengeschlagen, Alter. Hier hättet ihr die Klasse, falls ihr die haben wollt. Ja, ich denke, die will keiner haben. Ist eigentlich eine nicht so gute Klasse. Die richtigen Tryhards, die spielen den kurzen Lauf. Und dann spielen die auch keinen Monolith-Schalldämpfer, sondern einen Griff. Ich weiß aber gerade nicht genau welchen. Das Ding ist gerade so von den Pros. Die abusen die Waffe einfach voll, die spielen die AN immer so, als wäre es eine MP, also weil die hat irgendwie eine Close-Range-Time, die hat irgendwie eine Close-Range-Time-to-Kill schneller als jede MP gerade, deswegen irgendwie die ist im Nahkampf gerade einfach besser als jede MP im Spiel oder so, ich check's auch nicht ganz, es ist absolut weird. Oha, das Schwein, ja komm. Ah, das Soundsystem. Ja, Alter, die Waffe schmeckt, Mann. Ey, es ist so geil, mal wieder eine schöne AR in der Hand zu haben. Natürlich, Jungs, DHH sowieso DHH. Jetzt ist auch das 30er Magazin, also das 30er OTM draußen, richtig, richtig köstlich. Ey, was habe ich denn für Lobbys? Klar, oh Gott, Junge, der hat mich übelst abgesniped mit der. Klar, wir sind auf Cross. Oh Gott, der hat Akimbo auf Gold, Bruder. Was ist ein Unmensch. Es ist Crossfire, klar, wir seht's, was für köstliche Lobbys das hier irgendwie sind. Ja, und die Waffe. Es ist wieder wie damals. Ich wollte auch die ganze Zeit ein Video dazu machen. Ich hab's ja kurz damals angesprochen. Das ist der Widerliche. Komm. Bro, Bro! Ich hatte in meinem Manowar-Video letztes Jahr angesprochen gehabt, dass eben gerade die drei stärksten Waffen, also die drei stärksten Assault Rifles zumindest, ASM-10, DAH, oh, ich muss mich konzentrieren und spielen, ASM-10, DAH und hier Manowar, einfach 3 Hit-Kills und trotzdem nicht wirklich krassen Recoil, also absolut wilde Waffen, wirklich, kann ich euch von ganzem Herzen nur empfehlen. Was ist das für ein Spruch? Digga, die sollte sich echt mal Totenstille einpacken. Er campt mit Fennec Akimbo, mit Fennec Gold Akimbo. Jawohl, den Akimbo Kack. Was denkt der, Alter? Was denkt der? Fennec Akimbo, okay, man hat sich dran gewöhnt, dass man einfach das nicht outgunnen kann, aber was mich gerade noch viel mehr triggert, ist einfach dieses Operator Shield. Weil gegen das kann man ja legit gar nichts machen. Also wirklich gar nichts, gar nichts. Das Einzige, was auch alle sagen, ja, Schwerkraftstacheln. Aber Jungs, das kann es echt nicht sein, dass ich ein Specialist nur mit einem anderen Specialist kontern kann. Das kann es Real Talk nicht sein. Also man kann ihn ja, glaube ich, gar nicht treffen, sobald er dieses Schild offen hat. Okay, das waren, glaube ich, irgendwie 4 oder 5 Hits, aber juckt den natürlich nicht. Da ist er. Guck. Und was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt in dieser Situation machen? Es ist einfach nur fucking dumm. Es ist einfach nur fucking dumm, Alter. Och, Mann, Alter. Ich weiß nicht, was die Scheiße sollte. Die Mobile hat sich so schön gehalten. Ihr wisst, Season 9, Blütezeit. Das Game war so schön wie noch nie. Und jetzt, Alter, fängt so viel Bullshit einfach an. So viel Kacke. Die haben es so geil gemacht. Die haben den ganzen Pay-to-Win rausgenommen. In Zeitlang war es ja so, die ECR oder KRM damals, die gab es nur in Kisten. Und die Kisten gab es dann ein paar Seasons lang gar nicht. Aber die Waffen waren auch richtig scheiße damals einfach. Schade, wirklich. Das tut einfach weh, wenn man hier so wirklich sein Lieblingsgame so leiden sieht.
Und irgendwann, Jungs, droppe ich noch eine Ranked Nuke in Legendary. Ist jetzt zwar nicht Legendary, aber es ist eine Ranked Nuke. Ist mir egal, was sie sagt. Weil ich denke, hier geht nicht viel los. Hier wird nicht so krank gepusht. Gerade über die Mitte sind viele Sniper-Camper. Rechts geht, glaube ich, eigentlich gar nichts hier so auf der Seite. Links geht eigentlich immer gut was ab hier hinten in den Häusern. Ja, da oben chillen sie. Boah, die Waffe ist aber einfach... Die ist einfach nur lecker, diese Waffe. Oh... Ja, ja, das gibt's halt auch noch, ne? Davor können wir, glaube ich, sowas wie eine Ranked League oder so vergessen, solange die Kacke hier einfach noch so OP ist. Oh, ist die Waffe lecker, Alter, Junge. Was für chillige Clips. Was für chillige Clips, ey. Ah, oh mein Gott, Alter, guck mal. Der ist deutsch, der ist deutsch. Ja, let's go, Alter, mit Fennecker Kimbo, ne? Die SM10, wenn ihr halt die drei Hits direkt trefft, es ist halt absolut geil, was. Es ist komplett egal, ob ihr reintrefft in die Beine, in den Oberkörper, die gibt halt immer einen 3-Hit. Und das ist einfach nur fucking lecker, Mann. Einfach nur so lecker. Da. Wo ist da Kimbo? Ah, oh, der Versager. Let's go. Hä? Lul, ich dachte gerade, der wäre irgendwie nett. Digga, beruhigt euch mal, ihr Psychos, Alter. Bitte, bitte, bitte. Wie lange kann man denn bitte für Patchnotes brauchen, Alter? Vor allem, die lassen das so. Die denken sich so, ja, komm. Also, for real, man. Wir hatten noch nie eine beschissenere, eine blub, auf Deutsch nochmal. Noch nie hatten wir eine Meta, die annähernd so beschissen war wie die hier. Er schreibt Hurensohn in den Chat, Digga. Der Typ, der wo so spielt. Die haben auf ganz weird einfach einen Triple Cap. Hä? Hallo, Hilfe. Nein, nicht sterben. Spielt er die voll... Hä? Der spielt die Triple Burst Pump, lol. Haben wir gewonnen oder verloren? Ich habe, glaube ich, kein einziges Objective eingenommen, Alter. Ich bin der heftigste Anti-Teammate, den es gibt. Leute, ich hoffe natürlich, das Video hat euch wie immer gefallen. Ja, was soll man groß zu sagen? COD Mobile macht Spaß. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.